Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch den meiner Meinung nach besten Car Duplication Glitch zeigen, der im Moment draußen ist. Mit diesem Car Duplication Glitch könnt ihr euch wirklich im Minutentakt die Autos duplizieren. Leider ist der Glitch nicht solo, ihr braucht dementsprechend Hilfe von einem Freund. Ebenso benötigt ihr noch ein persönliches iFood-Kennzeichen, ansonsten werden es alle schmutzige Kopien. Und ja, was benötigt ihr noch? Ihr braucht auf jeden Fall eine Basis. Die Basis muss vollgestellt sein. Stellt die Basis einfach voll mit dem Auto, was ihr duplizieren wollt. Einfach ein Weenie Easy, komplett aufgetunt. Und dann noch so viele Allergies reinstellen, so viele Autos, wie ihr euch duplizieren wollt. Und ja, ebenso benötigt euer Freund auch noch irgendein Auto. Welches Auto, ist völlig egal. Ihr benötigt das Auto von eurem Freund nur, um eure Fahrertür einmal zu blockieren. Für mehr brauchen wir das Auto nicht. Und dann würde ich sagen, wenn ihr soweit alles habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. Steigt einfach in irgendein LG ein. Fahrt dann einmal aus der Basis raus. Draußen angekommen, müssen wir nun einmal die Fahrerseite blockieren. Steigen dann aus dem Auto aus. Unser Freund kann dann jetzt in unser Auto einsteigen. Wir begeben uns dann einmal in die Basis. So, wir laufen nun zu dem Auto, was wir uns duplizieren wollen. Das heißt in meinem Fall den Weenie Easy. Einmal einsteigen, dann drücken wir Steuerkreuz nach rechts, um das irgendwas am Fahrzeug dann zu ändern. Ihr benötigt auf jeden Fall auch noch eine Avenger, sonst könnt ihr leider nicht in die Fahrzeugwerkzeuge zugreifen. Und ja, wenn ihr jetzt da vorne hinschaut, dann werdet ihr jetzt sehen, dass wir schon die erste Kopie erstellt haben. Jetzt werde ich euch zeigen, wie wir uns noch schnell noch die zweite Kopie erstellen. Dafür steigen wir einfach wieder in den LG ein. Fahren aus der Basis raus. Draußen auch wieder angekommen, wieder die Fahrerseite einmal blockieren. Lassen dann unseren Freund einmal ins Auto einsteigen. Wir begeben uns dann wieder zur Basis. Begeben uns dann wieder zu dem Auto, was wir uns duplizieren wollen. Einmal einsteigen, Steuerkreuz nach rechts drücken, irgendwas am Fahrzeug ändern, Fahrzeug wieder verlassen und wenn wir jetzt wieder da vorne hinschauen, werdet ihr sehen, dass wir jetzt schon die zweite Kopie haben. Ja, und so könnt ihr euch permanent die Fahrzeuge duplizieren. Und Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem kleinen, aber feinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.